Schönen guten Abend. Hallo. Ja, gerne. Für unsere Schülerzeitung hier was? Ja, dann bitte da drüben. Gehen Sie doch da rüber, dann können wir Sie auch hören. Achso, ja. Ja. Ach, ich soll was sagen? Geht auch, jeder darf hier sprechen. Aufgezeichnet. Es ist offen, ein offenes Mikrofon für jeden. Aufgezeichnet schon, perfekt, lecker. Geht an, ist schon an. Moment, oben den Schalter, oben. Ja, nach oben. Für Frieden, für Frieden. Warte, hallo, hallo. Okay, also, ich stehe für Frieden, weil... wir stehen für Frieden. Wir stehen also für Frieden. Also alle die, die hier sind... Wir beide. Ja. Weil Frieden gehört einfach zum Leben dazu. Genau wie Annika Harders. Annika Harders ist eine Gottheit. Für jeden. Und wer... Ja genau, komm zu mir, Joshua. Wir sind für Frieden. Frieden ist das Wichtigste. Guten Morgen. Na, ach... Was sagen wir? Was aus der Seele kommt, okay. Nimm's auf? Okay, also sieht man ein Bild? Einen wunderschönen guten Tag hier zur Annika Harders Veranstaltung 1.0 hier in Hamburg, live von der Mönckebergstraße. Jedenfalls Annika Harders! Einmal ganz, ganz große Grüße gehen raus an unseren lieben guten Kollegen Ronald Klassen. Genau. Einmal schöne Grüße an ihn. Alles Gute nachträglich, Bro. Alles Gute nachträglich. Und dann gehen auch ebenfalls Grüße raus an unsere gute Freundin Annika Harders. Annika Harders. Ja, lecker. Junge, das hab ich fast verkackt hier. Ganz leckere Sache. Und da müssen wir auch einmal promoten hier. Die Annika Harders Sticker müssen wir leider genau, einmal raufnehmen. Überall in Hamburg. Bitte nicht abmachen. Ganz wichtig. Das ist nämlich wie eine Gottheit. Das steht für Frieden. Wir fühlen das. Das ist eine Gottheit. Die für Frieden ist. Wie der Buddhismus. Nur ohne meditieren. Genau. Aber wie gesagt, Annika, das ist eine Gottheit. Wir fühlen das. Und Annika, das ist ebenfalls für Frieden. Sie steht für Frieden. Und sie steht dafür, dass alle Menschen glücklich sind. Und gegen Armut und für Reichtum. Für alle Menschen. Das ist eine neue Religion. So ähnlich wie Atheismus, nur mit einem imaginären Gott, der Annika Harders heißt. Und deswegen noch einmal ganz kleine Grüße hier raus an Annika Harders. 1, 2, 3. Annika, Annika Harders! Okay, vielen Dank, das ist das Ende der Vorstellung. Vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön.